Heute geht's los. Wenn nach Unfällen mit Luftfahrzeugen Piloten und Besatzung gerettet sind, rücken die Experten an, die das Fluggerät bergen. In Upjefa wird das diese Woche mit 8 Szenarien in der 13. Auflage der Übung Elephant Recovery trainiert. Der Flugplatz Upjefa ist zwar außer Betrieb und entwidmet, aber als Flugplatz immer noch vorhanden. Daher ist Upjefa der ideale und auch einzige Standort, an dem eine solche Bergeübung stattfinden kann. Rund 150 Soldaten aus 21 Verbänden aller drei Teilstreitkräfte, Luftwaffe, Heer und Marine, nehmen daran teil. Darunter auch Verbände aus Österreich, der Schweiz und aus England. Sinn der Übung ist dabei nicht das Zusammenkehren von Schrott. Es geht vielmehr darum, die Unglücksmaschinen so zu bergen, dass sie anschließend wieder instand gesetzt werden können.